Max Trümax, Mobil wird angerufen. Trümax. Moin Leute, ja? Kommst du im Block? Hallo? Hallo? Guten Morgen, na? Moin, ja? Alles gut? Ja, selbst? Ja, auch. Du Max, ich bin voll früh in Hamburg schon und wir können dich theoretisch später sogar abholen, wenn du magst. Ja, lass das machen. Ja, Leute, gestern mega geiler Ruststream mal wieder gewesen. Wir fahren gerade gemeinsam nach Hamburg und freuen uns übertrieben auf eine geile Aufzeichnung von Wenn ich du... Ach, Digga, wieso sag ich ja, immer, ja. Wenn ich du wäre? Wer das, weiß denn ja. Sowas, heißt die Sendung? Mit Kai Pflaume. Ich nehme an, dass ich heute im Team von Elton bin. Letztes Mal war ich bei Bernhard Hoeker. Macht mega Spaß, immer so ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken. Ich glaube, wir haben das Studio sogar noch umgebaut. Wir haben natürlich diesmal kein Publikum vor Ort, dank Corona. Bevor jetzt hier auch wieder irgendwelche Anschuldigungen kommen, wir haben uns gestern getestet. Also es ist alles safe. Super unangenehm wieder gewesen, das Ding in die Nase zu bekommen. Aber wir wollten da einfach sicher gehen. Und man muss auch so einen Zettel unterschreiben und so. Und es wird auch Abstand gewahrt. Und Tobi darf sogar gar nicht mit ins Studio, weil der nicht gegen Tollwut geimpft ist. Und weil wenn der Leute beißt, dann ist das irgendwie immer... Lass es, hab ich! Wird mega geil. Wir fahren jetzt rüber ins Hotel und dann picken wir später Max ab. Und dann machen wir einen Studio-Log. Bisschen entspannt. Das ist immer so dumm, wenn man eine Maske anhat und man kaut Kaugummi. Dann brennt das so in den Augen und dann muss man eine Brille tragen und dann beschlägt die und dann hat man mehr Dioptrien wegen den Kaugummis. Kennst du das? Digga, ich hätte nicht mehr gerechnet. Tobi, wir gehen erstmal hoch in den Geschäftsbereich. Ja? Hier wird dann oben meistens gearbeitet. Hier ist mein Tobelzimmer. Hier tobe ich immer. Ah, chillig, ja. Hier wird immer getobt. Ja, klar. Hier wäre noch ein Schlafzimmer. Wenn du bei mir schlafen willst, kannst du es gerne machen. Ich habe auch ein Zimmer, nein. Ja. Hier haben wir einen Blick die Alster. Oh, Digga, okay. Ich hätte nicht damit. Also, Kai Pflaume. Also, Kai Pflaume gönnt. Hier ist mein kleines entspanntes, ne? Also meine Decken sind höher hier im Schlafzimmer. Da gibt es halt einen zweiten Stock hier. Dann haben wir hier noch eine kleine freistehende Badewanne und diese Stange. Wofür ist diese Stange? Ja, sau interessantes Zimmer. Ich würde sagen, wir bestellen was zu essen. Schatz, Essen ist da. Warum? Was? Du hast doch auch einen an. Auf zu filmen. So, ey, ich hab's euch gesagt, ich muss ganz kurz. Januar, ihr wisst, wie es läuft. Also, wir haben hier von Asus einen unglaublich insane Rechner bekommen. Das ist crazy, weil der hat nicht einen Bildschirm, sondern zwei. Wenn ich mich jetzt hier einlogge, dann habe ich die Möglichkeit, hier unten mein wunderschönes Profilbild drauf zu machen. Und hier oben auch, das heißt, ich kann hier OBS und alles drauf machen. Das Ding heißt Zephyrus Duo 15. Es hat hier unten nochmal dieses 14 Zoll Zweitdisplay quasi. Dann hier oben nochmal ein vollwertiges Display, eine Nvidia-Grafikkarte, eine GTX 2080 in der besonderen Ausführung, damit die hier, weil das Ding ist ja ziemlich slim und wiegt ja auch nicht viel hier reinpasst. Und dazu noch ein neuen Prozessor, ist das perfekte Ding zum Game und Stream on the way. Mega, mega nice, ist super flat, richtig geiles Ding. Den kennt ihr auch, das ist Zephyrus G14, hier vorne mit diesem kleinen LED-Display, den haben wir sogar schon im Stream verlost, auch mega geil. Wird von Tobi gerade benutzt zum Arbeiten, wenn wir on the road sind. Mega cool für Organisationsgeschichte und sowas. Ja, auch hier wieder. Die wiegen halt alle, das ist so krass, ey, wie weit wir mit der Technik mittlerweile sind. Crazy, auch ein sehr gutes Gerät, kann man sich auf jeden Fall echt für so Arbeit und kleine Runden im Morgen und sowas perfekt rein können. So, dann haben wir hier nochmal zwei Monitore, die an meinen Cutter nach Hause gehen und zwar 24,1 Zoll Displays. PA24 8QV Monitore, perfekt für Photoshop, Video Editing und sowas. Hat eine richtig krasse ProArt Color Palette, unglaublich viele RGB Farben, eine richtig gute Color Genauigkeit. Also halt für alle Leute, die irgendwie mit Grafik und so zu tun haben, ist das perfekte Ding. Die haben wir jetzt hier nicht ausgepackt, weil die schicken wir nämlich quasi weiter beziehungsweise transportieren die so weiter. Sagen. Riesiges Shoutout an Asus an der Stelle und ich würde sagen, zurück zum Vlog. Digga, hier ist es wirklich so am Beschlagen, diesem Auto. Max, wie viel atmest du? Ich bin am Atmen. Ja, das ist aber sau viel. Du atmest richtig krank. Du atmest wirklich sehr viel. Ich bin Max jetzt abgeholt. Hier vorne stand hier an der Autobahn. Mega entspannt. Auch echt schön hier zu wohnen. Max braucht bei der Maske deutlich länger als ich. Sagt das jetzt irgendwas über mich aus? Bin ich jetzt der Hübsche von uns beiden? Wahrscheinlich nicht, nein. Das ist doch mega lecker. Voll gut, wirklich. Das ist genau das Ding, es ist roh. Es ist nicht kross gebraten oder irgendwie geil oder mariniert, mega. Frittiert oder irgendwas. Aber den Burger kannst du wohl essen. Hasse ich. Das ist echt ein schönes Bild von dir, wirklich. Danke. Das ist beides echt die besten von uns. Guck mal hier, was ist das denn?
Was ist er denn, Digga? Wir sind schon richtig drin so im TV-Talk. Wir hatten gute Quote, Leute. Quote war stabil, wirklich. Wir hingen da so in der werberelevanten Zielgruppe, hingen wir so bei zwischen 80% und 35%. Das war sehr stark, ja. Jetzt warten wir auf Kai und der Fernseher ist kaputt. Ich hab richtige Blähung und ich hab richtig Angst, dass ich gleich... Wenn ich da sitze, mir einfach voll scheiße. Ist kaputt? Ist auf jeden Fall dran. Muss mal gucken, was ich jetzt filmen darf. Weil unten dürfen wir eigentlich gar nicht filmen. Aber ein bisschen was kann ich schon mitnehmen. Alter, wie eine zweite Heimat hier, oder? Ja. Warum sind wir denn Maximilian? Ja, das bin ich. Moin. Natürlich haben wir heute jetzt kein Ex-Publikum hier. Du bist aufgeregt, ne? Nee. Doch, bist du. Ich finde die Pappe auch sehr lustig. Ja? Sollen wir gleich ein paar Fotos mit denen machen? Mach mal. Ein gute Instagram-Fotos, glaube ich. Bestimmt. Ja, sehe ich auch so. Ah, die sind so gut drauf, Max. Game Bock. Alle wegen dir. Ja. Die sind alle voll klein. Guck mal. Guck mal, der da hinten. Siehst du den da? Der mit dem verschränkten Arm. Ja. Der sieht aus wie du. Der fühlt sich. Guck da, genau das gleiche. Gleiche Pose, guck mal. 1:1. Doch, das bist einfach du. Setz dich mal ruhig daneben. Warum sind die so klein? Fällt überhaupt nicht auf. Fällt gar nicht auf, Digga. Wirklich. Ja. Also ich finde, du stehst kein bisschen heraus, wenn man jetzt so guckt. Ist geil. Die sehen alle so klein aus wie hier. Hey, heute ist es soweit. Die große Revanche. Von YouTube. Die Frage ist... Ja, von YouTube. Echt? Ehrenpflaume, ne? Du bist ein Ehrenmann, Junge. Woran liegt das eigentlich, dass das Video mit Max mehr Zuschauer hat, als das Video mit dir? Gute Frage. Ich denke mal, das liegt einfach daran, dass bei Max wahrscheinlich interessantere Sachen passiert sind. Ich habe eine Erklärung. Mhm. Vielleicht musst du da zukünftig noch was dran ändern. Ja, okay. Du musst dann einen Burger auch mit Messer und Gabel essen. Ich muss auch vom Kajak, vom Stand-up. Leute waren so sauer, ne? Die waren so sauer. Ist doch Bananen mit. Ah, nee, das ist gar kein Bananen. Ja. Max hat eben fast nicht wieder aufgeregt, weil oben Gemüse stand. Das fand er ganz schrecklich. Der hat fast wieder gekotzt. Nein, komm. Noch weiter kann ich noch eine Runde FIFA spielen. Du kannst eine Runde FIFA spielen. Also, die entscheidendere Frage ist ja, das ist ja heute die Revanche, die große Revanche zwischen Revi und Trimax hier bei Weiß und sowas. Ich stell mich auch mal mit ins Bild hier, warte mal. Die Frage ist ja, kann sich Max noch an die Regeln erinnern? Nein. Hast du dir dein eigenes Reaction-Video nochmal angeschaut? Heute gewinnen wir, klar. Meinst du wirklich? Ja, ich bin ja bei Ruhekampf Team, das ist ein Win. Wir haben eben auch tatsächlich ein bisschen geguckt oben, dann hat Max den Fernseher kaputt gemacht. Max hat einfach den Fernseher oben kaputt gemacht. Der hat am Kabel rumgerüttelt und dann hat er da auf der Fernbedienung rumgedrückt. Ja. Aber gut, ich packe jetzt die Kamera weg und ich sage euch, also ich darf euch ja gar nicht sagen, wie es ausgegangen ist, ne? Ich sage euch nach der Show. Alles erzählen, aber nach der Show irgendwas. Ich sage euch nach der Show einfach irgendwas. Die Kamera kommt jetzt hier hin. Ich gebe die. Komm. Halt mal die Kamera hier, komm. So, Leute, Sendung ist durch. Das Ergebnis. Du hast Sanuda genommen? Na klar. Da hab ich richtig Bock drauf. Bah! Ja, noch das Knoppers. Jetzt ist da nur noch ein Bounty. Magst du Bounty? Nö. So weird, wer Bounty ist. Das Milky Way ist auch weg. Ja, Digga, komm, lassen wir es einfach. Ja, Leute, Sendung ist sehr gut gelaufen. Ich habe nur während der Sendung einmal kurz gefurzt und ich habe Angst, dass das im Fernsehen jetzt ist. Meinst du, das hört man? Da schneiden die doch raus, oder? Lassen die drin? Vor allem alles, was bei dir an Sound ankam, wurde bei uns über die Boxen abgespielt. Man hat es einfach gehört. Hat man nicht. Und Bernhard musste auch ultra lachen. Nein, das stimmt nicht. Nein. Ja, die schneiden das raus. Aber ich hab's für mich. Das haben die nicht gehört. Doch, das hat man gehört. Hast du es wirklich gehört? Was soll ich denn machen? Anyways, wir gehen jetzt noch gleich zu Alex und ich werde dann da ein bisschen Rust mitzocken. Ich denke mal, ich stream nicht, aber mitspielen, das werde ich auf jeden Fall machen. Die Sendung kommt am 28. Februar? Am 18. 18. Februar. 18. Februar um 18 Uhr, immer auf dem 1. Schaltet ein. Sag mir nochmal bitte, Kai, wann kommt die Sendung? Am 18. Am 18. Februar. Um 18 Uhr. 18. Februar, 18 Uhr im 1. Wer weiß denn sowas? So sieht's aus. Wir verabschieden uns jetzt. Max, sag mal was Cooles zum Abschluss. Tschüss. So, nice. Ciao.